war ja mit der Love Parade, ist ja mit der Love Parade partymäßig kaum mehr zu toppen. Aber wir werden es trotzdem toppen, denn wir haben uns die absolute Szene-Kennerin heute ins Studio geholt. Jerome Castell. Oh, die du mich ansagst. Ja, genau. Mensch, und ich kann noch viel mehr über dich erzählen, denn sie kann singen wie Edith Piaf und sie macht Partys im 90-Grad-Shows. Und ein Vöglein hat mir sogar verraten, du solltest beinahe mal vor Madonna singen. Oh ja, Mensch, du weißt ja, die ganzen Interieurs jede von Menge, mir. Jede Menge. Aber jetzt verrat du mir mal die ganzen Interieurs, denn ja, partymäßig hast du ja für uns ein bisschen rumspioniert. Was denn heute los? Was es so an Raritäten gibt. Also zum Beispiel heute, und ein Special Guest gibt es auch noch, der heißt Gian Gess, auch einer meiner liebsten Freunde, darf ich dazu noch sagen. Der macht Bauchtanz. Oh mein Gott, ja. Wow. Und du hüpfst auf allen drei Partys gleichzeitig? Nein, ich habe morgen leider die Verpflichtung, woanders aufzutreten, eine Männerversteigerung zu moderieren. Männerversteigerung, ja, ist ja auch interessant. Ja, die Mädchen müssen sich irgendwie so Dollars kaufen und dann können sie den Männern irgendwas bieten und sagen die Männer, was sie den Mädchen dafür bieten, und das mache ich morgen, aber ich verrate nicht wo. Oh, schade, weil das würde mich jetzt persönlich auch sehr interessieren, Männerversteigerung. Ah, ne? Ja, okay, gut. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst.